Das Historische Museum der Pfalz in Speyer befindet sich aktuell in einem umfassenden Sanierungsprozess. Ein Großteil unserer Sammlungen zur pfälzischen Geschichte ist derzeit abgebaut und wird im Depot bis zur Fertigstellung der Museumsräume aufbewahrt. Um Schülerinnen und Schülern bis dahin trotzdem einen Zugang zur Regionalgeschichte zu ermöglichen, nutzen wir gemeinsam mit dem Historischen Museum Saar die Wimuki-Plattform. Diese ist 2021 im Verbund Museum 4.0 entstanden. Mit deren Hilfe bieten wir digitale Live-Touren für Schulklassen an, durch die Sammlungsbereiche, die aktuell geschlossen sind. Wimuki, das virtuelle Museum für Kinder und Jugendliche, ist eine digitale Plattform. Auf ihr können Museen aus ganz Deutschland zukünftig virtuelle Inhalte, wie zum Beispiel Live-Führungen zu den Sonderausstellungen oder auch 3D-Rundgänge durch das Museum und interaktive Angebote zur Verfügung stellen. Wimuki ermöglicht einen barrierefreien Zugang zu unseren Sammlungen, wie zum Beispiel die Römerzeit, und erlaubt die Bereitstellung von didaktischen Materialien für Lehrkräfte, ebenso wie das Einbinden von digitalen Medien in unsere Führungen. Darüber hinaus können wir kreativ mit unserer Sondersituation umgehen und den Umstand nutzen, dass sich unsere Exponate zurzeit in unseren Depots befinden und einen Blick hinter die Kulissen werfen und die Arbeit mit unseren Sammlungen zeigen.